Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Nachdem wir im Livestream ja doch einiges geschafft haben, also für alle von euch, die den Livestream noch nicht sehen konnten, kleiner Fanservice, wir haben, wo ist es, irgendwo die Minmus Base aufgebaut. Da, die sollten wir vielleicht auch mal zu einer Base umbenennen, damit man die ein bisschen leichter finden kann. Also, wir haben die Minmus Base gebaut, die auf Minmus steht, sinnigerweise. Da sitzt jetzt der JP Kerman drin, der hat das Ding hierher geflogen. Und im Moment ist es gerade Nacht, also er lebt gerade von seinen elektrischen Ersparnissen. Und wir benennen das jetzt mal eine Base um, würde ich sagen. Rename Vessel und das ist jetzt eine Base. Und das kleine Ding hat ein bisschen die Möglichkeit, Science zu machen. Wir haben auch noch ein bisschen Science-Punkte, die hier drin sind. Und wir haben damit quasi ganz viele Missionen auf einmal erfüllt, um dafür zu sorgen, dass der gute Mann am Ende des Tages 200.000 Kerbal-Dollar eingespielt hat. Das heißt, wir haben wieder 430.000 auf dem Konto. Das heißt, wir können wieder ein bisschen Unsinn machen. Und dann haben wir im Abschluss des Livestreams nach einem Fehlstart tatsächlich auch noch, also mir ist da nochmal ein kleines Missgeschick mit dem Fairing passiert, haben wir doch noch einen Satelliten nach oben gebracht. Das heißt, unser Satellitennetzwerk sieht jetzt so aus, dass wir hier quasi eine volle Abdeckung haben. Und ich würde jetzt damit anfangen, dass wir noch einen Satelliten hier in diesem Bereich starten und wir dann die Satelliten, die hier auf den niedrigen Orbits unterwegs sind, auf Zwischenorbits schicken, also quasi Orbits so ungefähr die Hälfte der Geschichte, weil die Antennen können eben 1,5 Millionen Meter, also 1500 Kilometer abdecken. Das heißt, das wäre irgendwo hier so. Wir gehen ein bisschen tiefer, dass wir dann auch noch seitliche Reichweite haben, sodass diese Kommsat 1 und Kommsat 4, sind das echt nur noch die zwei, die übrig sind? Sind tatsächlich nur noch die beiden, die übrig sind? So ein bisschen als Zwischenrelays mit schnellerer Rotation dienen können. Ich habe hier oben auch noch eine Bodenstation aufgesetzt, direkt auf dem Nordpol. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also irgendwie relayt die mit gar nichts, weil der Winkel scheinbar einfach nicht passt. Trotzdem kann die natürlich später mal interessant sein, wenn wir hier oben irgendwie lang fliegen, um hier irgendwo Relay zu schaffen und eventuell auch mal Satelliten in der Laufbahn haben, was auch immer. Auf jeden Fall schießen wir jetzt als allererstes mal einen Satelliten noch hoch, bevor wir uns mit Missionen beschäftigen. Trotzdem gucken wir schon mal rein, was wir haben. Also wir haben jetzt ganz viele Kerbals zu retten. Das wird, denke ich mal, unser Top-Topic hier, drei Kerbals zu retten. Wir haben immer noch Explore Ike und wir haben noch diese blöde Mission. Die wir irgendwann mal bestimmt machen in den nächsten 9 Jahren oder so. So, und wir haben einen Slot frei. Wir könnten natürlich gleich noch einen Kerbal retten, wenn wir es schon mal ordentlich machen wollen. Können wir eigentlich direkt machen, oder? Tanbas Kerman. Also dann hätten wir vier Kerbals zu retten. Ah, komm. Den kassieren wir schon mal ein. Und dann gucken wir, dass wir das mit einer Rakete erledigen. Und alle nach Hause holen. So, jetzt machen wir aber erstmal den Satelliten. Bevor ich mich zu sehr von der ganzen Kerbal-Geschichte ablenken lasse, erstmal den Satelliten. Das Schöne ist, wir brauchen nicht mehr bauen. Wir haben mittlerweile erwiesenermaßen hier den Kommsat 207. So, da ist das Staging sauber. Der hat, das habe ich übrigens, das war das Learning, kein Clamshell-Deploy und Ejection Force. Zack, Hauptsache weg damit. Ich hatte sehr wenig und Clamshell deployed. Dann sind die Clamshells, also diese Muschelschalen quasi, sind einfach hier abgefallen und hinten in den Antrieb eingeschlagen. War super. Da so ist mir der Satellit im Livestream kaputt gegangen. Solltet ihr euch unbedingt angucken. War sehr unterhaltsam. Da haben wir noch ein bisschen Geld rausgeschmissen mit. So, aber da der hier soweit ist und im Prinzip alles gut ist, können wir den jetzt nach oben schießen und uns dann da die Lücke schnappen. Guti. So, nach Wunsch auch jetzt mal im Hellen hier wieder ordentlich. Heute wunderschöner wolkenfreier Himmel. Gestern hatten wir im Livestream einen tollen Start. Nicht gestern, also doch, als ich aufnehme, gestern von der Videoveröffentlichung aus ist es natürlich 3 Tage her, also am Freitag. Sonst wirkt das vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich dauernd von gestern rede. Hatten wir einen sehr bewölkten Himmel, aber das kann ich euch auch erzählen, wenn ich losfliege. Und das sah auch sehr spektakulär aus, wenn man so durch die Wolkendecke bricht. Ja, was ich mache heute, ich nehme viele, 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 viele Videos auf, also viele, viele, viele. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich euch am Montag und Freitag hier, auch während ich im Urlaub bin, eine Folge Hardcore Kerbal bieten kann.
Und ich werde gucken, dass ich für den Mittwoch auch was vorbereite. Nämlich, da haben wir unser Vlog diesmal wieder fällig, weil es ist ja der letzte Mittwoch im Monat, also kein Morning-Mittwoch, sondern ein Vlog steht an, wo es ein kurzes Update zum Kanal gibt. Ich kann euch da natürlich nicht die ganz aktuellen Abonnentenzahlen sagen. Ich mutmaße einfach mal und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, inwiefern ich recht hatte zu dem Zeitpunkt. Also ich mache mal so eine Hochrechnung von heute aus, wie viel es am Mittwoch sein müsste, theoretisch. Und ihr sagt mir dann mal, wie viel es denn wirklich am Mittwoch war. Und dann seid ihr im Normalfall dann zusätzlich mit noch ein bisschen, ich werde so ein bisschen Iron-Kerman-Material noch dazwischen krümeln in die Lücken, um zu füllen. Also wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, kann ich euch zwei Folgen Iron-Kerman noch über die Woche präsentieren. Wahrscheinlich am Dienstag und am Donnerstag mit den Joel-Missionen. Und dann bin ich auch schon wieder zurück. Und ja, da werden wir keinen Livestream machen an dem Tag. Also diese Woche keinen Livestream, weil ich quasi frisch aus dem Urlaub zurück bin und erstmal ankommen will. Und dann die Woche darauf alles wieder ganz normal, inklusive Livestream. So, jetzt aber mal weiter Raketen geflogen. So, Booster Separation, das war noch nie ein Problem. War es auch diesmal nicht. Sehr schön. So, Booster Sep ist durch. Wir haben schon schön Höhe. Aber der kann ruhig noch ein bisschen. Wir wollen ja eh später in eine relativ hohe Umlaufbahn gehen. So. So, das reicht uns eigentlich, glaube ich. Und eigentlich können wir das Fairing jetzt wegschmeißen, ne? Hui, weg damit. So, dann können nämlich hier schon mal die Antennen an, bevor wir zu weit wegkommen, weil das ist ja eigentlich nur noch die einzigste Gefahr, die wir haben. Ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, das auf eine Action Group zu setzen. So. Und last but not least die Solarpanel, aber die brauchen wir noch nicht. Wir haben noch. Wir fliegen ja noch unter Volllast quasi. Und da macht das ja noch nicht ganz so viel Sinn. So, wir drehen wieder auf. Höhe haben wir jetzt mehr als genug erstmal. Sehen jetzt zu, dass wir unseren Orbit ziehen. Gut, also zusammen mit dem Satelliten, wenn der an die richtige Position kommt, plus den beiden anderen Satelliten, die wir nochmal auf der mittelhohen Umlaufbahn als Relays missbrauchen, muss das eigentlich dann langsam mal einen Status erreicht haben, wo wir von der Abdeckung des Satellitennetzwerkes her relativ gut stehen sollten. Hoffentlich. Ich wünsche es mir zumindest, weil ich würde gerne mal vor dem Kommunikationsnetzwerk eine Weile Ruhe haben. Das wird uns sicherlich früher oder später wieder ereilen, allein schon wegen Updates und Langstreckenkommunikation und solchen Geschichten, aber es muss ja nicht jeden Tag passieren, ne? So, und im Moment ist es halt so, dass wir irgendwie gefühlt keinen Start hinbekommen, an dem nicht irgendwas total blöde wäre, weil irgendwie, also hier keinen unbemannten Start, weil wieder irgendwo irgendeine Antenne fehlt oder ein Satellit und habe ich im Moment nicht so richtig Bock drauf. So, wir driften jetzt mal ein bisschen raus, bis wir der Apoapsis etwas näher sind, weil wir müssen nicht mehr viel machen dafür. So. Zack, zack, zack. Kontrolle haben wir und Feuer frei. Wo sind wir jetzt? Wir sind grob hier so, richtig? Ja. So, und die Lücke, zu der wir wollen, ist da drüben. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir hier so... Ne, ich will nicht den Space Truck haben. Ich vermute mal hier so ein Manöver setzen, um uns hoch zu spinnen. Weil wir werden jetzt ein bisschen brauchen, bis wir hier sind. Und dann werden wir ein bisschen brauchen, bis es uns hier raustreibt. Währenddessen bewegen die sich ja weiter. Und ich würde jetzt mal vermuten... Ja, wir können, glaube ich, fast noch ein bisschen weiter rum. So... Machen wir mal so. Schauen wir mal, inwiefern das hinhaut. So, irgendwo hier muss jetzt das blaue Symbol sein. Ach, da unten. Okay. Da unten ist es. Einmal drehen. In 5 Minuten müssen wir burnen. 21 Sekunden. Sieht ganz gut aus. So. Also ich glaube, das wird alles kein Hexenwerk insgesamt. So, ich glaube, wir können jetzt... Die zweite Antenne auch mal rausnehmen. Ich meine, das ist eigentlich Verschwendung, aber es sieht halt irgendwie besser aus, wenn es symmetrisch ist. Und wir haben halt ein Redundanzsystem, ne? So, dann... Meine Güte. Zeitraffer an und vorbereiten für den Burn. So, nochmal ein
ein bisschen korrigieren, dass wir auch in die richtige Richtung tatsächlich fliegen. So, kleiner Zeitraffer. Okay. So, und wir brennen uns hinaus. Ihr seht schon, es hat sich ja jetzt schon ein bisschen verschoben. Dadurch, dass wir ein bisschen Zeit gebraucht haben. Und der Weg hier raus wird jetzt ein bisschen dauern. Also wir brauchen ja dann jetzt hier irgendwie, ich denke mal, eine Stunde bestimmt. Gucken, wie lang es wird. Ah, ein bisschen mehr als eine Stunde sogar. Ein bisschen mehr als eine Stunde, um nach da draußen zu driften. Stunde 24 genau genommen. Und derzeit bewegt sich das ja alles weiter. Also von daher. Und da ein Kerbin Park nur Tag nur 6 Stunden hat, glaube ich. Ich glaube, 6 Stunden müsste sich das hier auch so etwas mehr als ein Sechstel einer Umdrehung halt bewegen. Also ich denke, dass der dann hier sein dürfte. Wir schauen einfach mal. Wir gucken es uns einfach mal an. Wir können ja sonst immer noch eine Runde drehen. Ich glaube aber, dass das ganz gut passt. Wir gut vor den Jungs, aber doch schön in der Lücke drin. Es muss ja auch gar nicht perfekt mittig sein. Es geht ja wirklich einfach nur darum, dass wir diese Brücke schlagen können, die wir jetzt genau gerade auch schlagen. Und wenn wir die einnehmen können, dann haben wir das Satellitennetz erstmal relativ gut abgedeckt. Mit den großen Satelliten zumindest. Sodass wir hier nicht mehr jedes Mal gucken müssen, dass wir nichts verpatzen. Also wir werden relativ nah an den scheinbar ranrutschen. Mal gucken, ob die Verbindung noch reicht zum 2-0er. Noch besteht sie. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ist, wie gesagt, ist nicht ganz symmetrisch, ist aber okay. Ja, schade, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Okay, aber es ist gut genug, meiner Meinung nach. Also für meine Wünsche zumindest. Was ist mit dem hier los? Warum fliegt der denn so tief? Da müssen wir auch gleich nochmal nachbessern. Der 207er ist auf einer ziemlich tiefen Bahn unterwegs. Den muss ich einmal einfangen, sonst rückt der mir immer mehr auf die Pelle. So, jetzt müssen wir aber erstmal uns drehen und unseren Orbit fertig machen. So, einmal gedreht. Ja, der Fluch der Kommsat-Satelliten. Ich hoffe, dass der sich dann langsam mal von uns löst und wir irgendwie was Gescheiteres machen können. So, gut, ausgerichtet sind wir. Wir haben noch eine knappe Minute. So, das wird reichen für unseren Burn. Und wir ziehen unseren Orbit auf eine ordentliche Größe hoch. Ja, hier haben wir jetzt halt, wie gesagt, so unseren kleinen, wie soll ich sagen, Banditen unterwegs, der irgendwie komische Sachen fliegt. Ein bisschen hochgerutscht mit der Apoapsis leider. Das müssen wir gleich nochmal korrigieren. Ja gut, wir haben hier halt so leichte Abweichungen in dem Dings. Eigentlich müssten wir die mal alle auf eine Nuller-Inklination bringen, aber ich hoffe jetzt mal, wenn wir einfach genug Satellit im Umlauf haben, dann wird sich das Problem hoffentlich von alleine lösen. So, 2868 wollen wir erreichen, 2601 haben wir im Moment. Zip, zip, zip. So, wir gehen direkt diesmal auf die Apoapsis drauf und machen da den restlichen Kram. Sekunden noch. Überschaubar. Überschaubar. So. Der war ein bisschen weit, ne? Na gut. Direkt mal retrograden. Da habe ich mich jetzt irgendwie mit dem Triebwerk vertan. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht noch mal ganz kurz mal das Ding hier einfach Thrust Limiter mäßig ein bisschen runter. So. So. Ach, eigentlich brauchen wir auch die Kartenansicht gar nicht dafür. Wir sehen es ja hier oben. So.
So, wir müssen die Apoapsis wieder ein bisschen runterbringen. Sechs, okay. Jetzt hier ein bisschen drüber, da sind wir ein bisschen drunter, das sollte okay sein. So, jetzt müssen wir uns einmal um den Kameraden hier kümmern. Und zwar habe ich da irgendwie. Hätte ich da noch den Orbit zu Ende fliegen müssen, habe ich das einfach vergessen? Wahrscheinlich. Hilft ja nichts. Ich möchte gerne. Und ich möchte wahrscheinlich gerne meine Periapsis ein bisschen nach draußen drücken. Ne, falsche Richtung. So. So. Auch falsche Richtung. Hä? So ist schon richtig. Ne, so ist nicht richtig. Ah, so ist gut. 2,9, 2,1. So, damit wir jetzt schon mal auf dem ansteigenden Ast wieder sind. 2,868 wollen wir. 2,884. Ja gut, das können wir uns ja noch sparen, ne? Machen wir es da drüben. Okay. Also, damit werden wir jetzt noch ein bisschen nach vorne driften wahrscheinlich. Und aufholen zu dem anderen Satelliten. Oh, gar nicht so wenig. Aber wir würden sonst irgendwann den Kontakt zu dem hier verlieren. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und um das mal zu unterbinden, machen wir jetzt hier mal einen ordentlichen Orbit draus, der auch tatsächlich auf der Umlaufbahn funktioniert, auf der wir eigentlich sein wollen und nicht so auf der Hälfte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn jetzt hier? Wahrscheinlich ist das Retrograde. Natürlich. So, wie viel Sprit haben wir noch in dem Tank? Ein bisschen was ist noch drin. Ja, auch dass ich den Tank noch dran habe, ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass ich da noch was vorhatte. So. Wie viel haben wir noch? 28 Sekunden. Das reicht noch, dass wir uns noch ordentlich ausrichten können. So, 2710. Also knappe 100 drauf. 150 und dann sind wir eigentlich auch mit dem fertig. Und dann ziehen wir die kleinen Satelliten hoch und dann bin ich mal ziemlich sicher, dass wir das Thema Satellitennetzwerk für jetzt am Ende dieser Folge erstmal im Griff haben. Ach, wir sind schon drüber. Okay. Dann Feuer frei. So, 2, 8. Können jetzt nochmal hier hinwarpen. Das. Zack. Damit wir nicht zu sehr die Apoapsis nach oben pressen, sondern eigentlich die Periapsis nochmal nachbehandeln, weil wir sind noch ein bisschen drunter. Und da wir schon aufgeholt haben, würde ich das gerne noch fixen. So. Sind wir ein bisschen drüber. Ist okay, dann fällt der nach und nach ein bisschen wieder zurück. Das ist in Ordnung für jetzt. Später muss ich die eh nochmal sortieren. So, und wir machen jetzt halt mal mit denen weiter. Und zwar fangen wir einfach mal mit dem hier draußen an, würde ich sagen. Switch to. Ich wollte die so auf um und bei. Naja gut, also die anderen sind auf 2,8er Höhe. Wir haben hier mit den Antennen. Also hier mit den Standardantennen haben wir eine Reichweite von 2,5 Millionen Metern, also 2500 Kilometer. Die Überlegung wäre jetzt, die so auf ungefähr 2 Kilometer, 2 Kilometer klingt vernünftig, oder? Orbit hochzuheizen, damit wir ein bisschen als stärkere Relay-Stationen noch fungieren, weil wir einfach viel Bereich dazwischen abdecken können. Und da würde ich halt einen Satelliten auf diese Seite packen und einen auf die andere Seite von Kerbin, sodass wir dann hoffentlich damit eigentlich immer irgendwie so einen Umweg ermöglichen, wenn man über den Satelliten direkt selber nicht gehen kann, dass man dann halt sagen kann, okay, dann kriege ich halt Funkverbindung über den kleinen Satelliten, weil ich über den Relay. So.
Und die fliegen halt auch einfach schneller, sodass die immer mal wieder in anderen Positionen sind, um Lücken zu füllen. So, das ist jetzt so meine Theorie zu der ganzen Sache. Ob das dann funktioniert, werden wir sehen. So, also er fügt sich da schon mal ganz brüderlich ein. Ich habe auch eine Connection, sehr schön. So, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit bis zu links. Leider hatte ich hier noch, jetzt habe ich gerade irgendwie die Connection verloren. Aber ich hatte auch gerade Connection. Ach, scheiße, Strom, ne? Was ist denn los? Ist da gerade Kirby dazwischen? Ach, Manu, komm, gib mal Strom. Gib Strom. Ah, warum hat der denn jetzt ein Stromproblem? Blöd Mann. So, ich mach mal kurz Zeitraffer rein. Kriege ich irgendwie den SRS raus? Nein. Deactivate. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt ist er nämlich stromtechnisch abgeraucht, oder? Das ist ja total dämlich. Okay, der wird irgendwann wieder kommen. Hoffe ich für ihn. Machen wir so lange den anderen Komsat kaputt. So, ich hoffe, der hat Strom. Und da müssen wir jetzt unbedingt mal diese Klappantenne ausmachen. Die ist echt doof. Die frisst halt viel Strom, ne? Was sie halt so tut. So, Klappantenne hast du gar nicht, oder? Doch, aber ist eingeklappt. Sehr schön. Vorbildlich. Das Ding hier ist aus. Gut. So, dann... Pro-Rate und feuerfrei. Ich hoffe jetzt, dass der andere Satellit, also dieser Komsat 4 ist das dann wahrscheinlich, sich einfach irgendwann wieder stromtechnisch ein bisschen fängt durch andere Konstellationen zur Sonne und dann Strom bekommt. Also genug Strom bekommt, dass wir ihn aktivieren können wieder. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Währenddessen bringen wir den hier mal auf Höhe. Ich würde sagen, den machen wir so 1,5 hoch. Hat er nämlich mehr als genug Reichweite auch noch nach oben. So. Jetzt hoffe ich mal, ich mache das mal von Hand, einfach um zu sehen, dass der auch Strom bekommt. Und zwar genug Strom bekommt, wenn er jetzt hier aus dem Schatten tritt. Ja, der scheint stabil zu sein. Zumindest, wenn man ihn nicht zu schnell zeitraffert. Schwupp. Und er hat sogar eine Verbindung zu dem Hummer. Achso, zum Space Truck. Sehr cool. Der Space Truck rettet uns den Tag. Als Satellitenrelay. So, jetzt ist hier langsam ja auch ein Netzwerk entstanden. Wenn wir jetzt den hier nochmal zum Funktionieren bekommen, mit dem man echt arbeiten kann. So, wie weit haben wir es noch? So, schon drüber. Dann feuerfrei. 1,5 Millionen ist angestrebt. Das müsste auch mit dem Sprit noch gut hinhauen. Komm, jetzt drücken wir den hier schon wieder so hoch, ne? 1,5, 1,47. Ja. 1,488. 1,5. So, 1,527. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir hier jetzt jemanden, der einfach ein bisschen schneller rotiert. So, mal gucken, ob wir den hier noch irgendwie wieder stromtechnisch aktiviert bekommen. Meh. Eigentlich würde es mir schon reichen, wenn ich das SRS kurz ausbekomme. Bekomme ich aber nicht. Jetzt hängt der mittlerweile. Aber vielleicht rettet uns der Drift mit der Zeit. Weil er hat wahrscheinlich Drift, oder? Hat der keinen Drift? Wieso hält der sich SRS-technisch jetzt so pervers gerade? Das gibt's gar nicht. Da! Aber eigentlich müsste doch das SRS ausfallen, oder? Schade. Schade, schade. Geht gerade nicht so gut. Mal gucken, ob das irgendwann besser wird. Gut, aber damit haben wir die Satellitennummer erstmal. Also ich sehe hier immer noch so ein bisschen eine tote Fläche, aber eigentlich alles, was sich hier zwischen bewegt, kriegt entweder von dem Satelliten oder von dem Satelliten eine Funkverbindung. Plus wir haben noch den kreuzenden Satelliten, der das Ding auch immer mal wieder unterfliegen wird. Also ich
glaube, es ist okayisch erstmal. Wir haben dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt müssen wir mal runter gucken. Wir haben dann jetzt erstmal auch noch. Na? Knappe 400.000, also 399.000 zur Verfügung. Und ich würde sagen, das ist auch okay. Und jetzt heißt es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge kümmern wir uns um die ganzen Kürbels, die es zu retten gilt. Und bis dahin, mein Name ist Robert und tschüss.